Hallo und moin moin, herzlich willkommen zu diesem kleinen Lerneguide für Super Mario 3D World. Heute machen wir Weltschloss 4, Boss Karumpels Lava-Versteck. Den ersten Stern bekommt ihr relativ nah am Anfang. Hier müsst ihr einfach den Karumpel auf einen der beiden Schalter werfen und euch auf den anderen platzieren. Nun werden beide Schalter gedrückt und die Rampe vor euch fährt runter. Nun geht ihr bis zur nächsten Glasröhre. Den zweiten Stern bekommt ihr kurz nach der Glasröhre im zweiten Abschnitt. Hier befindet sich rechts eine lila Fragezeichenbox. Hier müsst ihr innerhalb von 10 Sekunden beide Karumpels jeweils auf einen Schalter platzieren. Ihr geht nun auf den dritten übrig gebliebenen Schalter und ihr bekommt den zweiten Stern. Sobald ihr den Raum verlassen habt, trefft ihr auch schon auf den dritten Stern. Um an den Stern zu kommen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr springt heroisch in den Tod und schnappt euch den Stern und respawnt und geht wieder die Strecke entlang. Oder ihr nehmt das Karumpel und schmeißt es auf den Stern. Nun geht ihr weiter bis zur grünen Röhre und ihr trefft auf den König Karumpel. Um ihn zu besiegen, müsst ihr dreimal einen Karumpel gegen ihn werfen. Sobald ihr drei Karumpels auf ihn geworfen habt, habt ihr ihn auch schon besiegt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Like, Kommentar und oder Abo freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.